Regen erwarten wir. Regen, ganz viel Regen. Von unten und von oben. Also man muss sich da vorstellen, da ist man 10 bis 12 Stunden am Weg bei so einem Rennen und da verbrennt man schon 8 bis 10.000 Kalorien. Wenn man das jetzt in Schnitzel umrechnet, sind das so 12 bis 15 Schnitzel in der Zeit. Das ist eine ganze Menge. Ich bin ja da 4 oder 5 Mal selber mitgefahren und war einmal auch am Podest. Und wenn man da um 5 in der Früh wegstartet, hat man ja gleich 1000 Höhenmeter am Stück. Und da fällt dann gleich schon die erste Vorentscheidung, obwohl man dann noch sehr viel vor sich hat. Aber da geht es gleich richtig zur Sache um 5 in der Früh. Wir arbeiten ja schon da 3-4 Tage, bevor es losgeht. Wir sind ungefähr 700 Arbeiter, die was da mithelfen, kostenlos. Gut, wir kriegen ein Essen, wir kriegen ein Trinken, es geht uns nichts an, aber wir verlangen nichts dafür, nicht? Das ist ja, aus freien Willen machen wir das. Wenn ich nicht immer allein daheim sitzen will, dann muss ich gewisse Dinge eben auch mitmachen. Und 70% von dem, was er fährt, machen wir gemeinsam. Es macht uns wirklich großen Spaß. Ist eins unserer Lieblingshobbys und wir sitzen fast täglich am Rad. Ja. Ja. Man braucht nur die 200 Kilometer Strecken in Bad Gäusern fahren. Es hat geschüttet in Strömen, es ist eiskalt in die Berge. Man braucht einfach nur fahren, dann schaut man genauso aus. Sagen wir mal so, fühlst du dich wohl? Ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist und ich sage, es sollte ein bisschen Spaß machen. Mir hat es jetzt keiner mehr gemacht, aber ja, es ist halt wirklich nur was für die Härtesten. Nächstes Jahr wieder. Ja, in Anfang habe ich mir gedacht, ich mache mir einen gemütlichen Nachmittag, aber halt, auf einmal hat es einfach gepasst und nachher habe ich mir gedacht, heute fahre ich mal das, was ich kann. Probiere ich einmal, wie viele Minuten oder wie viele Stunden das ich brauche. Mein Ziel war 2 Stunden 45 und gefahren bin 2 Stunden 38. Mir geht es gleich voll gut und kommt gleich rein zu verlauten.